kein Dieb. Die Hilfe. Ich dachte, du bist eine große Entdeckerin. Bin ich auch. Wow, das ist richtig mega cool. Ich weiß. Das sind Sachen, die ich über die Jahre angesammelt habe. Und das ist längst nicht alles. Ja. Was viel Cooleres. Noch cooler? Du hast Bücher, Angeln und einen tollen Ausblick. Wirklich beneidenswert. Schau dir diese Schönheit an. Ich kann in der Schule spicken und sogar 10 Telefonnummern abspeichern. 10! Oh, darf ich mal? Nein, darfst du nicht. Das ist ein Geschenk von meinem Lehrer. Oh. Aber das ist geheim. Du darfst niemandem davon erzählen, okay? Du hast wirklich Glück, Renaud. Ich werde nichts verraten. Danke, Mimi. Das bedeutet mir viel.
Ordnung? Es ist so schön hier. Die ersten Sterne kommen bald. Oh nein! Ich muss los! Bis morgen! Ha. Morgen jagen wir nämlich die Kolobre! Das klingt, als wäre ich ein Monster. Ich habe gearbeitet, Fabrice, und oh mein Gott, wer sagt sowas zu seiner Mutter? Was hat Mimi damit zu tun? Sie ist unabhängig und hat hier ihren Spaß. Hallo nochmal! Hier ist Mimi, die grandiose Reporterin. Was ist los? Oma, wir wollten heute mit dir über ein schwieriges Thema sprechen. Hm? Schwieriges Thema? Ja, die Menschen in Frankreich wollen es wissen. Was denn wissen? Mimi, ich hab geschlafen. Es ist 4 Uhr. Zeit für einen Snack. Wo sind die Kekse? Die Kekse? Du hast Kekse versprochen. Ich? Also, wirklich guter Journalismus. Mich aus meinem Nickerchen aufzuwecken und mir die Ohren voll zu schreien. Oma! Ja, ja, ist ja gut. Wir backen ein paar Kekse. Auf in die Küche. Und leg das Mikrofon weg. Ich brauche deine Hilfe. Das war Mimi, die grandiose Reporterin, die eine weitere Snackkrise für ihr Land gelöst hat. Mimi! Komme! Thank you.
Wo gehst du denn hin? Draußen mit einem Freund spielen. Einem Freund? Ich guck lieber mit wem, nur um sicher zu gehen. Gehst du hin? Nach Hause. Ich muss zum Mittagessen zurück sein. Ah, na gut. Musst du nicht nach Hause? Nö, ich bin allen egal. Ich bleib wohl erstmal hier. Hey, wir suchen morgen zusammen weiter. In Ordnung? Klar. Oma? 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 Was? Oh. Können wir meinen Freund hierher einladen? Bitte sag ja. Er ist ganz allein und hat bestimmt Hunger. Ja, natürlich. Warum machen wir nicht draußen ein Picknick? Es ist so schön und wir können etwas Leichtes zum Essen machen. Ein Picknick? Eine geniale Idee. Ja! Thank you.
Sie hat mich und meine Ideen alle ertragen. Ich glaube, es hat ihr auch gefallen. Es muss so erfrischend sein, so jemanden in seinem Leben zu haben. Jemanden, der zu all deinen dummen Ideen Ja sagt. Egal was. Thank you.
kannte Renaud. Und er kannte Opa. Irgendwas Schlimmes war zwischen ihnen passiert. Jetzt wird mir alles klar. Ich bin so schnell und so lange gerannt, dass ich nicht mehr wütend war. Ich habe mich einfach leer und traurig gefühlt. Warum? Warum? Ich habe diese Familie so satt. Ich muss mich beruhigen. Ich muss mich beruhigen. Die Mappe. Gute Idee, Mimi. Sehr gute Idee.